Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Braum im Supporterrat. Ich habe mich wieder für den Weihnachtsskin entschieden. Irgendwie ruft das doch immer gute Gefühle herbei. Wir haben hier mal kurz ein relativ ausgeglichenes Matchup. Ja, nichts Besonderes. Ich wünsche euch viel Spaß. Yeah. Ja, wir wurden invaded. Ein bisschen jedenfalls. Der Warwick ist einfach wieder rausgegangen. Alles ist super. Keine Tiere wurden bei diesem Experiment geschädigt. Oh, den können wir hier auch lassen. Ist ja noch der alte Warwick, der hat ja noch seinen permanenten Sustain. Also ist das für uns alles ernst. Gut, der hat nicht mal Tränke hergenommen. Witzig. Wir spielen hier gegen den Kog'Maw. Prinzipiell ist es ja für uns eine Winning Lane in der ersten Sekunde. Ich meine, man muss diesen Kog'Maw halt nur von ein bisschen Farm weghalten. Und schon ist alles gut. Ne? Eigentlich. Praktischer Natur allerdings ist, dass der Fresh in den Fights ein bisschen mehr Möglichkeiten hat als ich. Also es ist nicht unbedingt ganz so einfach, wie man das gerne möchte. Und man muss schon ganz genau gucken, wo es sich lohnt ranzugehen, um vielleicht ein bisschen zu poken. Der Poke auf Fresh hier ist natürlich dabei nicht so das Wahre. Eine Caitlyn sollte auch hier schauen, dass sie immer ein bisschen mit vorne ist, damit sie ein bisschen mit poken kann. Der Mind Q wird es auf lange Sicht nicht regeln und wir sollten diesen Kog'Maw doch sehr unter Druck setzen, damit der nicht in Ruhe farmen kann. Warum sage ich das so in expliziter Form? Die Gegner haben eigentlich kaum eine Möglichkeit, hier wirklich zu deffen, also den Kog'Maw irgendwie zu verteidigen. Und von dem her ist es schon nötig, dass man hier versucht, ihm das Farmen zu erschweren. Die Caitlyn macht das hier doch ganz gut. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Wir sind am Turm. Immer eine gute Sache. Ah, der Minion, gut, der ist perfekt vorbereitet. Das ist schade. Aber es ist halt einfach so eine Sache. Wir sollten permanent gucken, dass wir nach vorne kommen. Gut, ich sehe gerade, der Lee Sin ist da. Muss ich also nicht pushen. Da könnte ich eventuell mit ein bisschen... Nein, das Geschenk ist zu groß. Das dachte sich auch der Fresh. Ich habe jetzt hier noch meine dritte Fähigkeit. Das möchte ich teilen. Warum man hier jetzt unbedingt die Falle auslösen möchte von der Caitlyn, ist mir nicht so verständlich. Aber es ist okay. Wir fügen denen schon erheblichen Schaden zu. Und Kog'Maw muss jetzt dann gucken, wie er an den Farm kommt. Wir sollten freezen. Und Caitlyn tut das nicht. Warum auch? Oh, das wäre ja klug. Man sollte doch gucken, wann man wirklich aggressiv spielt und wann nicht. Und hier ist es halt immer so, jedes Mal, wenn wir freezen können und wenn es nur ein kleines bisschen ist, dann müssen wir das hier ausnutzen. Wir dürfen diesen Kog'Maw nicht frei an Farm kommen lassen. Das ist also wirklich so eine Sache, wenn... Boah, voilà. Wenn also wir das Problem haben, dass dieser Kog'Maw gefeedet wird... Und dabei rede ich zwar erst von einem Feed, der bis 20, Minute 20 oder 25 oder so wirklich angewachsen ist. Aber trotzdem, wenn der zu Stärke kommt, dann haben wir ein Problem. Da kann auch mein Schild dann wenig dagegen ausrichten, um das Ganze zu stallen. Nein, das wird einfach dann unangenehm. So ist es natürlich dann sehr angenehm, wenn ich den triff, da hinten. Selbst wenn jetzt halt ein Gank kommt, sind wir relativ sicher. Ich nehme nochmal den Keks. Ja, und jetzt hat reicht der kleinste Fehler von Kog'Maw, dass er hier stirbt. Ich treffe den Fresh, das ist nicht so schön. Unter Umständen sollten wir jetzt wiederum ein kleines bisschen sicherer sein. Ja. Ich fange das alles ab, kein Problem. Nur mein Mana geht dahin. Aber das, wie gesagt, kein Problem. Ah, Kog'Maw möchte zurückgehen, gleich vorgehen und ihn nicht zurückporten lassen. Gut gemacht, Caitlyn. Und jetzt hat pushen, dass eventuell ich nochmal rankomme, um ihn unterbrechen zu können. Wie gesagt, so viel Farm wie möglich hinein. Ah, der ist jetzt halt weg, schade. Da komme ich nicht mehr ran. Gut, auf der anderen Seite wäre es auch für uns ein guter Zeitpunkt zurückzugehen. Ich habe keine Wards. Ich stelle mich jetzt mal hier rüber als Living Ward. Living! Und dann gehen wir zurück. So, wir haben ein Problem, was Gold angeht. Ich gehe jetzt mal den Weg über Schuhe und einen Trank halt nur. Die Minions laufen wieder in den Turm. Passt. Kog'Maw verliert relativ viel.
Im Vergleich gesehen, boah, da fahren die ja richtig miserabel. Hui. Okay. Ich weiß jetzt halt nicht, ob meine ganze Taktik hier aufgeht oder ob der wirklich einfach nur richtig bad im Farmen ist. Aber insgesamt ist es wahrscheinlich eine Mischung. Ihn unter Druck setzen, das ist unsere Aufgabe hier erstmal. Und Caitlyn farmt ganz gut, so im Vergleich gesehen gut. Gangplank ist besser. Gangplank gegen Lux. Naja. Ab. Da wissen wir gerade, dass der Lee Sin hier die Krabbe gemacht hat. Das bringt mich dazu, dass ich jetzt hier warden möchte. Und dann wieder runtergehen. Na, wenn Lee Sin hier jetzt den Red Buff klauen möchte, dann sind wir vorgewarnt. Können da noch rankommen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen nur vorgegangen, weil ich hier versuchen wollte. Ah, da kommt die Ulti von Gangplank. Und der Gang von Lee Sin. Tut mir leid, meine Liebe, ich muss da raus. Au. Die Gangplank-Ulti. Nein! 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 Gott! Warwick, tu was! Hopp! Sei ein guter Wolf! Ich port mich back. Puh, das war knapp. Das war knapp. Jetzt kommt ein Lee Sin von hier oben. Plopp! Nee, Glück gehabt. Assist bekomme ich keinen mehr. Das ist auch klar. Und der Warwick, warum geht der Warwick auf diesen Thresh? Naja, gut, hat funktioniert. Aber schön ist es nicht. Schön ist es echt nicht. Ich warte ein bisschen. Ich habe genug Gold, damit ich mir dann meinen Sidestone leisten kann. Alles gut soweit. Job. Dann gehen wir auf die Lane. Gucken mal ein bisschen rum. Wie sieht es denn hier oben aus? Jace gegen Klett ist jetzt. Jace ist relativ Meta geworden, weil, naja, die Profis sind ja wieder am Werke. Gutes Q. Caitlyn reagiert 0. Sollte da auch nicht wirklich zum Fighten hin. Einfach nur zur Abschreckung. Zur Abschreckung. Frau, was tust du da? Da könnte ein Gangplank sein. Den könnte er nicht mehr. Der ist in der Mitte. Okay. Wie sieht's hier oben aus? Ach, wir haben hier oben die Action verpasst. No! Oh no! Oh no! Na, schade. Ich habe da hinten einen Minion gerade genommen. Interessant. Okay, ich wollte halt eigentlich gerade nur dem Kog'Maas denyen, dass er hier den einen oder anderen Farm nehmen kann. Worauf wir halt jetzt dann achten müssen, ist der Gangplank. Girl. Der Gangplank spielt definitiv so, dass er seine Ulti für die Botlane aufhebt. Ah, da ist ein bisschen Kommunikation, da ist ein bisschen Rotation drinnen bei denen. Und von dem her sollten wir es halt echt nicht mehr eingehen, da irgendwie zu fighten. Aber es ist ja auch logisch. Es ist nur logisch und richtig von den Gegnern, den Fokus auf die Botlane zu setzen. Wie immer. Ja. Und unser Team wird es wahrscheinlich nicht machen. Das haben wir auch schon gemerkt. Der Roam, der da jeweils passiert ist, der kam leider Gottes immer viel zu spät. Ja, der Schaden hier an Kog'Maas gefällt mir schon. Lee Sin, Top-Seite, beziehungsweise Top-Jungle-Seite, alles gut, dann können wir poken. Ah, uiuiui. Die Ulti wäre jetzt noch schön gewesen, wollte sie aber nicht, doch setzt sie jetzt noch. Bringt uns aber dazu, dass wir den Turm weiter reinpushen können. Eventuell der Fresh, der ist auch weg. Schade, wollte ich gerade noch gucken, ob ich den eventuell vom Backporten abhalten kann. Auch immer so eine Sache, das kann man sich gut und gerne merken. Man muss ab und zu die Leute halt einfach auch davon abhalten, zurückzuporten. Nee, da kommt niemand. Der ist oben. Das war nur ein Juke. Relativ guter, das muss man ihm lassen. Ja. Das war halt schon wieder mal gehuckt werden von der Caitlyn. Das kann sie gut. Aber. Ich bleib da. Ja, doch, das versuche ich zu planen.
Das versuche ich zu playen und es klappt auch ganz gut. Puh. Hier wird er wahrscheinlich mit der Lantern rechnen wollen, wenn die Lux das gut macht. Habe ich genug Mana? Ja, eigentlich nicht. Ah, Minion, wirklich? Ich hole mir den Assist noch. Puh. Ah, hat sich gelohnt, noch da zu bleiben. Das Goldnehmer. Ja, komm doch her, dann kann ich auch teilen. Oh, Frauen. Immer alles für sich haben. Was können wir machen? Ich werde mir wahrscheinlich Schuhe holen. Ah, hier, da und dort. Und dann... Can we change RDCs? Ja, ich will meinen eigentlich auch nicht haben. Aber wobei wir halt das gut machen. Wir machen genau das, was wir tun sollen. Wir pushen sie rein. Lee Sin wieder Topseite. Ist halt für da oben eine unangenehme Situation. Aber wir kriegen First Blood. Allein auf dem ADC läuft. Läuft, genau das wollen wir. Da mal ein Ward lassen. Da mal gucken. Hier einen Ward setzen. Lux ist da. Lux bleibt da. Aber die weiß wohl auch... Gangplank weiß auch irgendwie Bescheid, wie es aussieht. Da war ein Ward, dachte ich mir doch. Irgendwo musste was sein. Und ich würde immer noch gerne sehen, von wem dann jeweils der Ward ist. Oh. Triggern wir mal hier den Blue Buff. Ja, und da, es ist so klar. Es ist so klar. Ich habe so damit gerechnet, dass ja jemand gehuckt wird. Okay. Krass. Danke für die... Ja, egal. Danke für die Hilfe, Leute. Unser Team passt eigentlich ganz gut aufeinander auf, aber manchmal ist halt einfach so ein Ausreißer dabei, dass da dann klettfrei runterkommen kann und von unseren Leuten halt keiner followt. Nicht, dass Chase jetzt hätte followen können, müssen, sonst wie, aber man hätte halt wenigstens vielleicht einen Warwick da erwarten können. Apropos Warwick, arbeitet der heute mal noch was? Der ist Level 9? Oh, der ist Level 9? Der... Ja, kommt der Ward, kommt gleich mal weg. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu, dass da ein Barrel stehen bleibt. So kalt, das ist eigentlich die einzige Sache, wie man einen Gangplank wirklich unter Kontrolle kriegt, indem man... Wo geht Warwick hin? Der okay. Ja, vergessen wir. Der will wohl einfach nur nochmal den Warwick spielen, bevor er wegkommt. Easy. Geht der da rein? Der geht da nicht rein, oder? Nein. Wir pressen die Mitte. Ja, jetzt geht Warwick zum Drachen. Braver Warwick. Gut. So, da tanken wir noch ein, zwei Hits mehr. Wir halten es gerade aus. Außer eine Gangplank-Ulti kommt jetzt. Das wäre natürlich unangenehm. Unangenehm! Und die Gegner sind tilted. Läuft. Alles gemacht, was man tun muss. Gegner tilten steht da für gewöhnlich ganz weit oben. So, da reicht mir das Gold nicht ganz. Das warte ich ab. Ich habe mein Control Ward stehen. Ich habe Tränke, also 10 Gold, die ich da eigentlich nur abwarte. Ansonsten hätte ich eventuell jetzt nochmal einen Weg gewählt, dass ich eher Richtung einen Control Ward mitnehme. Vielleicht nochmal einen Trank und vielleicht nur einen Ruby. Aber da ich ja eben Faktoren Trank und Control Ward noch habe, werde ich halt einfach hier mich für die Cooldown Reduction entscheiden und mal nach oben gehen. Vielleicht können wir hier mit dem Chase zusammen, wenn er nicht ganz sein Mana so verschwendet, was machen. Das wäre schön. Und die anderen Fienden unten. Gut. Da ist gewardet, aber der merkt das gerade nicht. Da gehe ich rein, tanke das Ganze, Scheiß macht den Schaden, wir gehen wieder raus. Perfekt, so soll es sein.
Gut, dass er da gefollowt ist. Ich hatte schon irgendwie Sorge, dass er nicht mitkommt. Ja, zur Belohnung darfst du mir aber jetzt auch den Share lassen. Und währenddessen brennt unten die Hütte. Wenn am Dach alles in Ordnung ist, dann ist der Keller am Brennen. Ja, wer kennt's nicht? Jetzt kann ich mir leider nichts kaufen. Diesmal nehme ich aber die Kombi mit und kann hier mein Trinket wechseln. Die rotieren halt jetzt halt in die Mitte, ist klar. Die versuchen die Rotations zu machen, aber es klappt nicht so wirklich, weil wir genug Zeit haben, da gerade darauf zu reagieren. Der Control Ward wurde nicht gemacht. Die sind noch gerade da vorbei. Da war einer und hier ist der Ward. Den kann ich dann clearen, wenn ich dort bin. Und dann schaue ich halt mal, was in der Mitte so alles abgeht. Abgeht. Lux, lass dich bitte nicht treffen. Das wünsche ich mir heute. Das ist mein Geschenk, das ich mir heute wünsche. So, den Ward clearen. Schop. Die Caitlyn ist hier, das ist da, passt. Wir gehen jetzt halt nach oben. Und werden da den Turm einreißen. 5 Mann Toplane, das ist das, was den Jungler freut. Was macht der Lee Sin hier? Der steht da nur rum. Das ist gut. Ja, Lux sollte in der Mitte bleiben, damit sie hier den Turm verteidigen kann. Sie hat die Range, sie hat den Schaden. Sollte sie eigentlich nicht rumtun. Eventuell wäre es danach klug. Nee, der Kog'Maw pusht nicht weiter. Ist okay. Danke! Immer wieder danke! Aber wie man sich darüber aufregen kann, über solche Leute. Das ist eben einer der Gründe, warum ich momentan Tank-Supporter also gar nicht mag. Das war eine schöne Idee. Wirklich eine schöne Idee. Kommt der noch zu mir? Nein, kommt nicht. Ein Outlet habe ich zumindest hingekriegt. Ein Tränke sollte ich mal nehmen. Wäre unter Umständen nicht schlecht. Cool. Guter Kill noch. Der springt da nicht rein. Der springt da nicht rein. Aber wir können hier so schön chasen. Währenddessen macht halt die Caitlyn den Turm. Das ist ganz gut. Ja. Gangplank versucht hier halt noch ein bisschen Play zu machen. Ich kann hier wieder sharen, kann mich ein bisschen hochheilen. Ah, und dann da Double Kill und den Kill. Läuft. Es läuft einfach. Gegner sind sehr unkoordiniert, merkt man aber auch. Dass die mit so einem Push gerade nicht klarkommen. Ah, den können wir nicht mehr machen. Das ist zu spät. Nee. Das ist zu spät. Mit der Pflanze hier hätte man es probieren können. Aber ansonsten sind wir einfach zu langsam da drum rumzulaufen. Da machen wir trotzdem, dass wir so gefeedet sind, nicht genug Schaden. Ein bisschen traurig, aber so ist es halt. Ich habe ein Schild und ich gehe mal auf das Forbidden Idol. Beziehungsweise im Endeffekt auf Redemption. Redemption kannst du dir einfach auf jedem kaufen. Sage ich jetzt noch. Es wird im nächsten Patch genervt, da muss man dann gucken, ob das auf den Tank-Junglern immer noch... Tank-Supportern immer noch gut ist, aber ich vermute mal ja. Hier nochmal der Aufruf, ich habe es im Aram schon mal gebracht. Wenn ihr wollt, dass ich mal so die Patch-Notes wieder supporttechnisch durchgehe, was da relevant ist für uns, dann haut mir das gerne in die Kommentare, ob euch das interessiert. Ich mache nämlich sowas gerne, ich analysiere das relativ gerne, was und wie, inwieweit das Impact hat. Würde ich mich freuen. Ja, Gangplank ist der Einzige, der oben mitschreibt. Tja, Kog'Maw ist hier irgendwo gewesen. Oder er ist zurückgegangen. Das ist natürlich auch möglich. Tja, dann ist halt auch nicht open mit. Das fangen wir ab. Wir wollen natürlich von unseren Minions so viel wie möglich überleben lassen. Und pushen hier weiter. Wir pushen weiter. Ich habe keine Wards mehr. Das ist unangenehm. Gerade für diese Sekunde. Da immer vorne bleiben.
als Baum immer vorne bleiben. Probiert das? Das probiert er nicht, oder? Da können wir auch einfach rangehen gerade. Ist überhaupt kein Thema. Ich kann das ziemlich gut tanken. Und wir haben halt viel Druck. Einfach nur viel Druck machen. Da ist ein Ward. Wenn ich den clearen möchte. Wow. Okay. Ich meine, ich habe ja nicht, dass ich, als ob ich eine Fähigkeit hätte, mit der ich locker wieder rausspringen kann. Oh oh. Puh. Gehen wir nochmal auf den Warwick. Versuche nur ein bisschen hier zu schilden. Also ein bisschen Resistenzen abzugeben. Hat hier auch anscheinend gut geklappt. Ja, 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 ja. Jetzt kommen wir endlich rein. Caitlyn rastet da hinten ein bisschen aus. Kann sie machen. Habe ich nichts dagegen. Lasst mir doch die Minions zum Scheren. Das ist nicht zu fassen. Hey, also Porter könnte uns ein bisschen hochheilen, was in der aktuellen Situation gar nicht so dumm wäre. Ich will einen Assist. Na. Na, na, na. Jetzt gehen wir aber. Jetzt gehen wir. Leute, wir gehen. Wap, wap, wap. Das hat keinen Wert mehr. Die Gegner geben ja nicht wirklich auf. Es ist nur der Gangplank, der hier aufgegeben hat. Ich brauche eigentlich noch 100 Gold. Das ist richtig bescheiden gerade. Können wir da eine Alternative nehmen? Ja, nehmen wir eine Alternative. Wir gehen eher mal jetzt auf den Ruby Sidestone, mit dem wir halt jetzt auch die Active Items vom Cooldown her reduzieren können. Das heißt eigentlich gerade nur das Schild. Aber bevor ich mir jetzt einfach nur Leben kaufe, kaufe ich mir eher mehr Leben, also wesentlich mehr Leben, hier über in Ruby Sidestone. Wenn man sich mal kurz überlegt, wenn ich mir Crystal Embrace gekauft hätte, sind 200 Leben. Sidestone bringt mir 150 Leben, Ruby Sidestone bringt mir 500 Leben. Also rein von der Effizienz her, von dem Ruby Sidestone haben wir hier mehr. Hab grad Bock drauf. Oh, schade. Geben sie auf. Ah, ich wusste es. Na gut. Soweit war es das. Also, Sidestone-Gedanke. Wenn es so läuft, dann vielleicht vorziehen, weil man braucht den Ruby Sidestone mit den Items sowieso. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss, gemäß.